Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mapmaking-Quick-Tipp. Heute zeigen wir euch, wie ihr solche durchscrollbaren Menüs mit funktionsfähigen Menüpunkten für eure Maps erstellen könnt. Zunächst brauchen wir ein paar Texturen. Dazu könnt ihr ein Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl verwenden. GIMP zum Beispiel ist ein sehr gutes, kostenloses Programm. Wir verwenden hier Photoshop. Erstellt eine neue Datei im 16:9 Format. Wir wählen hier eine Breite von 512 und eine Höhe von 288 Pixel. Für jeden Menüpunkt braucht ihr eine Textur. Hebt dabei den ausgewählten Menüpunkt mit einer anderen Farbe, einer anderen Dicke oder ähnliches hervor. Anschließend speichert ihr alle Texturen in einzelnen Dateien. Erzeugt nun nochmal eine neue Datei, dieses Mal im quadratischen Format. Achtet darauf, dass die Längen Zweierpotenzen sind, also 512, 256, 128 und so weiter. Zieht die vorhin erstellten Texturen in das Bearbeitungsfenster. Jede Textur sollte eine eigene Ebene bekommen haben und automatisch mittig im Dokument platziert worden sein. Blendet die Hintergrundebene aus, indem ihr die Ebene auf unsichtbar stellt. Der Hintergrund sollte jetzt transparent sein, was durch das grau-weiße Karo-Muster angedeutet wird. Speichert nun jede Ebene einzeln im PNG-Dateiformat ab und legt sie in den Textures, Items, Ordner eures Resource Packs ab. Öffnet Cubic Studio, fügt eine neue Ebene hinzu und zieht sie größer. Unten rechts sind die Texturen des Elements zu sehen. Löscht die Particles und weist als Textur die erste der gerade erstellten Menüpunkttexturen zu. Wechselt zum Preview-Modus. Dreht und verschiebt das Model so, dass es in der First-Person-Sicht das gesamte Bild verdeckt. Im Inventar soll weiterhin das Item nicht sichtbar sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr optional auch noch die anderen Ansichten wie die Darstellung im Bilderrahmen verändern. Exportiert das Model in den Model-Items-Ordner eures Resource Packs. Kontrolliert, ob die angegebene Textur mit den Dateinamen übereinstimmt und ändert sie gegebenenfalls. Dupliziert das Model jeweils für jeden weiteren Menüpunkt und benennt die Dateien dementsprechend um. Mithilfe von Vererbung verweist ihr nun in allen Duplikaten auf das Model des ersten Menüpunkts, überschreibt aber vorher noch die Textur von Layer 0 mit der jeweils korrespondierenden Textur. Falls ihr nicht wisst, wie die Vererbung von Models funktioniert, solltet ihr euch den Quick-Tipp von uns dazu ansehen. Wir verwenden die Holzhacke als Träger-Item für die Models. Für bestimmte Damage-Werte weisen wir unterschiedliche Models zu. Wie das funktioniert, haben wir in einem anderen früheren Video schon mal gezeigt. Das in diesem Video verwendete Resource Pack haben wir nun in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommt der Command-Teil. Da es sich seit den letzten Snapshots anbietet, verwenden wir hier die Advancements. Auch diesen Ordner könnt ihr euch herunterladen in eure Welt packen. In der jeweiligen Action.json-Advancements braucht ihr nur noch die gewünschten Aktionen hinterlegen. Ich gehe jetzt nicht näher auf die Technik dahinter ein, ihr könnt aber gerne spezifische Fragen zu den verwendeten Befehlen in den Kommentaren stellen. Falls ihr mehr oder weniger als 4 Menüpunkte habt, müsst ihr in der Menu.json noch ein paar Zeilen ändern und ergänzen. Bei Replace-Item wird eine unzerstörbare Holzhacke gegeben. Passt die Damage-Werte an, damit sie sich in einem Zyklus beim Durchscrollen wiederholen. Außerdem muss das Tagging verändert werden. Ergänzt oder entfernt die jeweiligen Zeilen. Die Bezeichnung und Werte sind eigentlich selbsterklärend. Wichtig, ihr müsst darauf achten, dass der Spieler nicht zu nah an einer Wand steht. Es muss mindestens ein Block Abstand zwischen der Wand und dem Spieler sein, damit die Right-Click-Detection funktioniert. Um dem Spieler dann das Menü anzuzeigen, müsst ihr ihm einfach nur den Tag Menu geben. Um das Menü wieder auszublenden, entfernt ihr einfach dieses Tag wieder. Dieser Quick-Tipp ist die Antwort auf die Zuschauerfrage von SparkleCrafter gewesen. Falls ihr auch einmal wissen möchtet, wie ein bestimmtes Map-Element funktioniert, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht behandeln wir es im nächsten Quick-Tipp. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns für mehr solcher Videos. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen!